El Maoui, neu im Spiel, die Nummer 9, Khaled Abdou, sowie die Nummer 25, Ayman Chalou.
vorgemacht haben, und das war eine lange Zeit am Ende. Wir schaffen uns Freitag, dem 2. September, Anpfiff 14 Uhr, hier wieder im Stadion Oberwerth. Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen die SV Rottenheim mit dem Spielstand 1:1. Und wie immer dürfen die Gäste gerne mit dem Fazit beginnen. Ja, vielen Dank. Hallo in die Runde. Ja, war das erwartet schwierige, intensive Spiel hier in Koblenz. Wir wussten, was uns hier erwartet und sind, glaube ich, sehr gut ins Spiel gekommen. Haben gleich die zweite Möglichkeit sehr schön genutzt mit dem tiefen Pass, dem tiefen Lauf, einem guten Abschluss. Und ich glaube, hatten dann so eine kleine Druckphase, wo wir vielleicht das zweite hätten nachlegen können. Und dann passiert eine Situation, wo das Spiel sich komplett ändert mit der roten Karte und mit dem Freistoß, den Koblenz direkt reinmacht. Und das ist eigentlich das Beste, was Koblenz hätte passieren können. Ich weiß nicht, wie das Spiel weiter fortgelaufen wäre, wenn wir 1-0 geführt hätten oder länger die 1-0-Führung Bestand gehabt hätte. Somit steht es 1-1 und Koblenz macht ab dem Moment fast alles richtig. Er verteidigt sehr gut, hat immer wieder Nadelstiche, jeder Standard war gefährlich. Wir haben es immer wieder versucht, wir haben es auf verschiedene Weise versucht, wir haben auch gute Möglichkeiten rausgespielt, schon auch in der ersten Halbzeit, aber die nicht genutzt. Waren auch teilweise Halbchancen, so diese 100% glasklaren Torchancen gab es nicht in der Hülle und Fülle, aber es gab gute Möglichkeiten, die wir hätten nutzen müssen. Und ja, somit lässt du Koblenz in Unterzahl leben und dann auch die eine oder andere Möglichkeit, die sie dann auch hatten, wo sie das, ich glaube, um die 75. Minute rum, wo Doll dann alleine vorm Tor steht oder den Ball verzieht, am Tor vorbei, da hätte das 2-1 vor Koblenz fallen können. Wir haben dann weiter Druck gemacht, haben gewechselt, haben versucht auch über die Außen zu kommen, dann über die Halbräume, aber Koblenz hat einfach sehr, sehr, sehr gut verteidigt. Das muss man einfach so sagen, hat fast alles wegverteidigt bis zur letzten Minute. Von daher glaube ich, in so einem Spiel, wo sie in Unterzahl waren, haben sie nicht den Punkt verdient. Dafür Glückwunsch für die tolle Leistung. Aber ich will auch meine Mannschaft beglückwünschen. Wir kommen nicht hierher und hauen Koblenz mal weg, auch in Unterzahl nicht, sondern wir sind da schon sehr demütig und sagen, okay, wir haben alles probiert, es hat nicht geklappt, wir fahren mit dem Punkt nach Hause. Und sind dann auch zufrieden mit dem Punkt. Natürlich hätten es auch 3 sein können, hätten aber auch 0 sein können. Von daher alles in Ordnung, alles gut. Wir sind eine Mannschaft, die sich entwickeln will. Ich glaube, das war ein guter nächster Schritt für uns. Von daher alles gut. Ich wünsche Koblenz und Party alles Gute für die weiteren Spiele und für die weiteren Spiele. Ja, Party, gerne deine Worte zum Spiel. Ja, erstmal vielen Dank, Manuel. Er hat ja eben gesagt, wir wussten, was uns erwartet, wir auch. Und also Gonsenheim war schon verdammt stark, auch als 11-11 stand oder 11-10 stand. Wir wussten das auch, was Gonsenheim für eine brutale Qualität hat, physisch für eine brutale Qualität hat, aber auch fußballerisch eine Qualität hat. Das haben wir jetzt in der Einheit, die wir leider nur zur Verfügung hatten, noch versucht zu vermitteln. Am Ende ist es für uns natürlich mehr als nur ein Punkt. Wir sind eine ganz junge Truppe, wir sind hier hingegangen. Er hat es eben auch benutzt, das Wort Demut, so sind wir auch dran gegangen. Wir haben gesagt, wir haben jetzt hier mal gewonnen, Gonsenheim sogar 5-mal. Wir wissen, was das für eine Truppe ist, was die können. In Gonsenheim wird seit Jahren richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Mit Anua dann nochmal einen Peak erreicht in meinen Augen, auch was das Fußballerische angeht. Und wenn man dann auch sieht, was auf der Bank noch sitzt, was da noch reinkommen kann mit Daniel Bektasevic und mit Khalid Abdaya, dann guckt man schon ein bisschen neidisch rüber. Aber auf der anderen Seite brauchen wir genau solche Spiele in unserer Entwicklung. Wir sind eine ganz junge Truppe, mit 21,5 Jahren sind wir das, glaube ich, angegangen, mal wieder. Und ich glaube, für uns hätte der Tag nicht besser laufen können. Ja, vielleicht doch. Vielleicht auch, vielleicht hätten wir 2-1 gewinnen müssen, um es noch besser zu haben, aber das wäre zu vieles Guten gewesen. Ich bin froh, dass es so gekommen ist.
wie es gekommen ist. Ich bin halt nur ein bisschen traurig, dass ein Junge eine rote Karte bekommen hat. Ich habe es selber nicht gesehen, ich habe mit dem Schiedsrichter gesprochen. Der Junge ist 20 Jahre, der ist Rotz und Wasser am Bein, weil er sagt, ich habe nichts gemacht. Er ist mir auf den Fuß getreten und ich habe nur an seinen Nacken gegriffen und habe gesagt, hey, was soll das? Und wenn man dafür rote Karten gibt, ja, ist es halt ein bisschen traurig. Wenn es das Regelwerk so hergibt, weiß ich nicht, ich bin kein Schiedsrichter, dann ist es normal. Es ist traurig, weil der Junge Rotz und Wasser weint. Aber ich kann meiner Mannschaft eben an einem solchen Tag nur ein Kompliment machen, 70 Minuten in Unterzahl zu sein gegen so einen Gegner. Es ist mehr als nur ein Punkt. Leider Gottes haben wir jetzt sehr, sehr viel Kraft gelassen, müssen am Samstag schon wieder dran und sind dezimiert. Ich hoffe, dass wir uns irgendwie durchbeißen können. Das ist aber auch für uns wieder ein Bonuspunkt. Ich hoffe, dass wir bis zum Samstag gut regenerieren können, dass wir uns ein bisschen cleverer in einer anderen Situation anstellen und weiterhin so punkten und auch ein bisschen Werbung für den Fußball machen, ob da jetzt mehr Zuschauer kommen oder nicht. Ich habe es schon mal, glaube ich, gesagt, es interessiert mich gar nicht. Aber wenn die Leute hier hinkommen wollen, sollen sie kommen, wenn sie nicht kommen, bleiben sie halt zu Hause, sollen sie auf dem Sofa sitzen und Fußball gucken, keine Frage. Hört man vielleicht nicht so gerne, kriege ich vielleicht auch wahrscheinlich gleich einen Rüffel für, aber es ist meine Meinung, die Jungs haben ihr Herz auf den Platz gelassen, haben Werbung betrieben, die Leute, die heute da waren, die kommen mit Sicherheit wieder. Ich sage auch, man kann auch die Gonsenheimer immer wieder sehen, weil es einfach ein geiler Fußball ist, den sie spielen, die haben auch super performt. Aber nochmal, ich bin rundum zufrieden mit dem heutigen Tag, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich wünsche natürlich Anwar auch alles Gute, seiner Truppe alles Gute und ich denke, dass wir Gonsenheimer am Ende der Saison unter den Top 5 mindestens sehen werden. Dankeschön.